Der 6. Januar stand ganz im Zeichen des Wortes hätte. Es hätte ein Tag sein können, an dem alle Amerikaner zusammen der politischen Gewalt hätten abschwören können. Tatsächlich ist es aber so, dass mehr als 30% der Amerikaner meinen, politische Gewalt ist durchaus ein Rezept, um die eigenen Ziele durchzusetzen. Es hätte ein Tag sein können, an dem Demokraten und Republikaner die parteipolitischen Gräben hätten zuschütten können. Hätte. Tatsächlich war es aber ein Tag, an dem der amtierende Präsident Joe Biden in seiner 20-minütigen Rede seinem Vorgänger Donald Trump massive Vorwürfe machte. Und der Vorgänger Donald Trump, der schoss natürlich zurück und nannte Joe Biden wiederum einen Versager, rief seine Anhänger auf, weiterhin für ihre Sache zu kämpfen. Und das in einem Jahr, in dem der Wahlkampf schon wieder begonnen hat. Die Zwischenwahlen stehen an, da geht es um die Mehrheiten im Kongress im November. Die Demokraten laufen Gefahr, ihre Mehrheiten dort zu verlieren an die Republikaner. Und die Republikaner wiederum sind auf Donald Trump angewiesen, der in der Tagespolitik hier weiter kräftig mitmischt. Summa summarum, keine guten Aussichten für das laufende Jahr.